Mit dem Poco X3 Pro macht Xiaomi das bereits gute Poco X3 NFC einfach noch besser und das sogar schon für 250 Euro. Poco hat zwei neue Smartphones vorgestellt in einem globalen Launch-Event, wozu wir auch einen Livestream gemacht haben. Danke an dieser Stelle nochmal an euch, dass ihr da so zahlreich eingeschaltet habt. Es gab ja auch einiges zu sehen, und zwar das Poco F3, was für 349 Euro vorgestellt wurde, und das Poco X3 Pro. Die Pro-Version von dem bereits beliebten Poco X3 NFC, die hierzulande für 249 Euro an den Start geht, und im Early-Bird-Preis, also für Vorbesteller, ist das sogar schon für 199 Euro zu haben, und dafür bekommt man, wie schon beim X3 NFC, eine Menge geboten. Wir haben hier die schwarze Version bekommen mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Und zum Preis muss man noch sagen, es gibt noch eine andere Version davon, und zwar eine mit 8 GB RAM und 256 GB Massenspeicher für einen sehr fairen Aufpreis von 50 Euro. Wenn man bedenkt, dass man also für 50 Euro mehr nicht nur einfach mehr internen Speicher, sondern auch mehr RAM bekommt. Welcome to the Poco Family. Okay, eine Nachricht von Kevin, dem Poco Global Chef. Liebe Grüße, Kevin. Ich hoffe, alles gut bei dir. Everything you need, nothing you don't. Das ist natürlich schon ein guter Slogan und zeigt so ein bisschen, wo es hingehen soll. Der Preis-Leistungs-Killer schlechthin. Man verzichtet ein bisschen auf unnötige Gimmicks und möchte einfach sehr viel Performance bieten. Es ist eine normal große Box. Man sieht schon, Ladegerät ist also mit am Start. Und zwar nicht irgendeins, sondern sogar ein 33 Watt Ladegerät für 250 Euro. Das ist schon echt auf jeden Fall richtig gut. Und ein USB-C-Kabel ist natürlich auch dabei. Oh, sind hier Sticker dabei? Geilo. Irgendwie finde ich das cool. Ich meine, das sind zwar nur Sticker, aber warum nicht? Case ist ein ganz gewöhnliches, transparentes Silikon-Case. Kennen wir soweit. Bedienungsanleitung. Yep, ist alles bekannt. Also ich muss ja sagen, dafür, dass es Phantom Black heißt als Colorway, sieht es gar nicht so nach Black aus, wie ich finde. Phantom kommt aber gut durch, denn irgendwie entscheidet man sich hier für so eine Art, ja, ich hätte es schon fast Rainbow-Effekt genannt. Bei richtiger Lichteinstrahlung kommen hier nämlich so ein paar andere Farben durch. Gerade auch auf dem Poco-Muster. Ey, das sieht aber schon irgendwie geil aus, oder? Unterscheidet sich damit optisch auch ein bisschen von dem normalen Poco, was wir jetzt mal zum Vergleich dazu holen. Oder auch nicht. Krass, ich habe das schon voll ausgeblendet, dass das so aussieht. Ist, glaube ich, auch genauso dick, ist mit 9,7 mm echt ein bisschen dicker als die gewöhnlichen Smartphones. Das liegt aber natürlich auch an dem großen Akku von 5160 mAh. Und es ist auch relativ schwer. Die 215 Gramm, die merkt man in der Hand schon, aber das hat auch einen guten Grund. Denn das Poco X3 Pro ist tatsächlich mit Gorilla Glas 6 ausgestattet, also in einem sehr, sehr guten Glas. Also ist gut geschützt, auch wenn es diesmal kein IP-Rating gibt. Punch-Hole hier in der Mitte. Bin ich ja nicht so der größte Fan von. Ich mag das, wenn die Frontkamera oben links oder halt oben rechts sitzt. Fingerabdrucksensor ist hier an der Seite leicht eingelassen. Kameramodul steht hinten raus. Case passt auch drauf mit ein bisschen Gewalt. Ja. Vielleicht ist das aus. Das ist halt der Vorteil ein bisschen, dadurch, dass die Kamera hier in der Mitte angeordnet ist, wackelt es nicht so stark auf dem Tisch, besonders nicht mit dem Case. Ihr könnt ja mal schreiben, wo ihr eure Kamera am liebsten sitzen habt. Mittlerweile ist er normal oben links in der Ecke, oder findet ihr zentral tatsächlich auch besser? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Fürs Video wollen wir natürlich kein Case drauf haben, denn wir wollen ja hier das 6,67 Zoll 120 Hertz LC-Display bewundern. Im Gegensatz zum F3 gibt es hier kein AMOLED-Display, genauso wenig wie im Vergleich zum Redmi Note 10 Pro, was in der ähnlichen Preisklasse auch ein 120 Hertz AMOLED-Display bietet. Einfach um den Preis drücken zu können, bleibt man hier bei der LCD-Technik, was ich jetzt auch gar nicht so schlimm finde. Wie gesagt, eigentlich gibt es nur das Redmi Note 10 Pro, was in der Preisklasse überhaupt ein AMOLED-Display bietet. Falls ihr das noch nicht kennt, wir haben da auch ein Unboxing zu aufgenommen, können wir euch hier immer gerne verlinken. Das Display ist somit das gleiche Display wie auch im Poco X3 NFC. Wie gesagt, 120 Hertz Bildwiederholrate, die sorgt dafür, dass trotz LCD-Technik alles ein bisschen flüssiger und smoother aussieht. Es sieht natürlich im AMOLED nochmal meistens ein bisschen geiler aus, ein bisschen weicher, aber die 120 Hertz stehen auch einem LCD-Display auf jeden Fall gut. Das Highlight des Poco X3 Pro und warum es im Endeffekt auch Pro heißt, ist aber der Prozessor. Denn hier drin steckt der Qualcomm Snapdragon 860 Prozessor. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, 860? Das habe ich noch nie gehört. Und wir tatsächlich auch nicht bis zu dem Release von dem Poco X3 Pro. Das ist quasi ein ganz neuer Prozessor, obwohl es eigentlich ein alter Prozessor ist. Das ist im Grunde ist es der Snapdragon 855 Plus. Der steckte schon quasi in dem OnePlus 7T oder in dem Realme X3 Super Zoom. Also in den Flagships von vor circa 2 Jahren bzw.
anderthalb Jahren. Ist also schon noch ein ehemaliger Flagship-Prozessor, den man jetzt aber einfach quasi günstiger recyceln konnte unter einem anderen Namen. Es gibt da auch noch kein offizielles Datenblatt zu, soweit ich weiß, weswegen nicht ganz klar ist, wo die Unterschiede sein sollen. Ich glaube, er kann ein bisschen mehr Arbeitsspeicher verwalten, jetzt bis zu 16 GB RAM und soll ein paar neue Kamerafunktionen haben. Aber im Grunde ist es einfach der 855 Plus. Ist einfach echt so ein Rebranding, also ein neuer Name für einen alten Prozessor. Aber ich persönlich finde das gut, denn diese Prozessoren, diese Chips bieten immer noch genügend Power und davon kann man jetzt schon für sehr wenig Geld auf jeden Fall profitieren. Und da ist MIUI 12 auf Basis von Android 11 auch schon eingerichtet. So schnell geht's. Uns erwarten jetzt hier alle möglichen Google-Dienste. Wahrscheinlich wird auch ein bisschen Bloatware mit drauf sein. Xiaomi installiert da mittlerweile mir persönlich ein paar zu viele Apps mit vor. Dafür ist hier quasi der Poco-Launcher drauf. Das heißt, AppDrawer ist direkt mit dabei. Das ist quasi das, was es von normalen MIUI unterscheidet. Es ist im Grunde aber das Xiaomi MIUI-Betriebssystem. Und ihr seht schon hier, Stichwort Bloatware. Ich habe es gerade schon angesprochen. Amazon ist drauf, Agoda, Block, Party, Booking.com, irgendwelche Spiele, also sehr viele Apps vorinstalliert. Kann man auch deinstallieren, wenn man möchte. Einfach hier über die App-Info zum Beispiel und dann auf Deinstallieren klicken. Booking.com braucht man ja gerade aktuell eh nicht, würde ich mal behaupten. Aber alle Google-Dienste sind drauf, das ist natürlich wichtig. Schneller Blick in die Einstellungen verrät uns auch, dass schon ein Update verfügbar ist. MIUI 12 Global natürlich auf Android 11. Sicherheitsupdate ist vom Februar. Wie gesagt, wir haben hier die 628 GB Variante. Dabei ist wichtig, dass es sich um LPDDR4X Arbeitsspeicher handelt. Ist also nicht der allerschnellste Speicherstandard, aber auf jeden Fall schnell genug. Aber dafür gibt es UFS 3.1 Massenspeicher und das merkt man dann schon in der Lese- und Schreibgeschwindigkeit, wo in der Preisklasse sicherlich auch nochmal UFS 2.1 oder 2.2 verbaut wird, ist das auf jeden Fall ein kleines verstecktes Highlight des Poco X3 Pro. Da das jetzt erstmal nur ein Unboxing und Hands-on ist, können wir noch nicht viel zu dem Akku sagen, aber der wird insgesamt genauso ausfallen wie bei dem X3 NFC, denke ich. Dank 5160 mAh kommt man hier auf locker 2 Tage Akkulaufzeit. Das verspricht Poco auch so. Bei der Kamera gibt es aber ein leichtes Downgrade und das könnte vielleicht die Schwäche werden von dem Poco X3 Pro. Denn anstatt dem 64 Megapixel Sony MX682 gibt es jetzt den 48 Megapixel Sony MX582, also quasi den Kamerasensor aus der Generation davor. Den kennen wir zum Beispiel aus dem Mi 9T und der ist grundsätzlich nicht schlecht. Der steckt auch im normalen Poco F3, aber es ist halt irgendwie ein Downgrade. Ist ein älterer Sensor, aber wir wollen mal schauen, ob Poco hier ein bisschen was an der Software gemacht hat, um das ein bisschen auszugleichen. Und dafür werden wir jetzt gleich nach dem Video ein paar Testfotos machen und die dann hier einblenden. Also auf den ersten Blick erkenne ich jetzt nicht so den mega großen Unterschied. Das hängt natürlich ein bisschen von den Situationen ab. Das ist natürlich bei einer Kamera immer der Fall. Ich denke mal, dass es für die meisten okay ist und selbst in dem Preisbereich auch noch in Ordnung ist. Ich hätte mir natürlich trotzdem einfach gewünscht, wenn man das weiß, dass man hier einfach den gleichen Sensor zumindest bekommt. Dazu gibt es hier bei dem Quad-Kamera-Setup aber noch eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-Megapixel-Makrokamera und eine 2-Megapixel-Porträtkamera. Und ihr wisst vielleicht schon, dass ich davon jetzt nicht so mega angetan bin. Wenn man mal nur ganz so von den Megapixeln ausgeht und das sollte man eigentlich nicht machen, aber ey, come on, was willst du 2021 noch mit einer 2-Megapixel-Kamera reißen. Und selbst eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ist meiner Erfahrung nach nicht so gut. Das sieht man hier auch bei den Testfotos. Bei vernünftigem Licht sieht das schon ganz nett aus und man bekommt diesen Effekt. Aber gerade, weil ich jetzt noch ein OnePlus 9 getestet habe mit einem 48-Megapixel-Kamera-Sensor in der Ultraweitwinkelkamera, das sind Welten dazwischen und das finde ich halt echt ein bisschen schade, aber ey, wir müssen uns den Preis ins Gedächtnis rufen. Für 250 Euro kann man aktuell nicht viel mehr erwarten. Auf der Vorderseite gibt es die gleiche 20-Megapixel-Kamera, die immer quasi in den Xiaomi-Smartphones aktuell steht. Ich mache mal eben ein Selfie. Das sieht soweit in Ordnung aus. Bisschen blass, bin ich so blass? Aber an sich sieht das ganz gut aus von der Schärfe, aber sind natürlich auch gerade hier gute Lichtbedingungen. Wo das Poco X3 Pro gerade für den Preis glänzen kann, und das war auch schon bei dem X3 NFCs der Fall, ist bei den ganzen zusätzlichen Features und Optionen, die man hat. Denn man hat, auch wenn es jetzt nicht mehr im Namen drin ist, hat man natürlich NFC, sodass man damit auch kontaktlos bezahlen kann. Ihr habt Stereo-Speaker, also hier unten und hier oben sind Lautsprecher. Ihr habt aber hier noch einen Infrarot-Blaster. Ihr habt auch die Möglichkeit der Speichererweiterung plus Dual-SIM, was halt auch nicht selbstverständlich ist. Man muss also nicht
unbedingt die größere Version nehmen, auch wenn die sich allein schon für den RAM wahrscheinlich lohnt. Aber ihr seht, das ist ein Hybrid-SIM-Slot. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, bei dem Poco X3 NFC war es Dual-SIM plus Speichererweiterung. Hier muss man sich entscheiden, entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine Speicherkarte. Kopfhöreranschluss ist mit dabei, USB-C ist es natürlich und wir haben aktuelles WLAN, aber eben kein 5G. Das ist wichtig, denn der Snapdragon 860-Chip ist nicht 5G-fähig und es wurde auch kein zusätzliches 5G-Modem dazu gebaut. Es ist also ein klassisches altes 4G-Smartphone, natürlich mit LTE-Band 20 und 28. Ich glaube, ich kann selbst ohne ausführlichen Test schon ungefähr einschätzen, wie gut das Poco X3 Pro ist. Und es ist gut. Es ist sogar sehr gut. Gerade für den Preis bekommt man aktuell einfach nicht mehr Leistung. Es ist ein absolutes Performance-Smartphone mit 120-Hertz-Display, mit einem Snapdragon 860, mit viel und relativ schnellem Speicher und halt auch mit einem riesigen 5160 mAh-Akku. Das sucht man sonst in der Preisklasse vergeblich. Gerade wenn man das zu einem Early-Bird-Preis von 199 Euro bekommt, kommt, dann kauft euch, was Besseres kriegt ihr nicht, denn das X3 NFC mit einem schwächeren Prozessor war bis jetzt schon das beste Smartphone bis 200 Euro, deswegen verlinken wir euch jetzt schon mal die Review dazu. Hier oben könnt ihr euch die anschauen, wenn ihr das Handy noch gar nicht mitbekommen habt. Ansonsten abonniert den YouTube-Kanal, damit ihr hier die volle Review zu dem Poco X3 NFC und dem Poco F3 nicht verpasst. Wie gesagt, ich kann es wahrscheinlich auch schon so blind empfehlen, aber wenn ihr lieber abwarten wollt, dann wartet unseren ausführlichen Test ab. Es ist aber einfach ein Preis-Leistungs-Killer. Wie man das von Poco gewohnt ist, da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Das war's von mir für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!